Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Ja, ich musste jetzt mal kurz nochmal ein bisschen was offscreen machen. Offscreen eigentlich falsches Wort. Und zwar musste ich quasi hier nochmal ein bisschen was rumstellen, weil das hier nicht so richtig funktioniert hat, wie ich das gerne haben wollte. Deswegen, ja, wir wurden schon in der Zeit überrannt. Na, wenigstens wissen die Schlinger, was los ist hier. Und jetzt müssen wir einmal kurz alle Städten nochmal kurz durchgehen und das Du-Du-Du-Finger rausholen. Und dort sauber machen jeweils. Weil ich denke mal, alle wurden jetzt einmal überrannt. Und wenn nicht, 20 Minuten sind locker um gewesen. Das heißt, wir haben auch nochmal Fusionskerne. Passt ja. Gut. Dann schauen wir mal, was haben wir jetzt hier? Stimmt noch irgendwas? Es ist halt blöd, wenn man halt alle drüber rennen lässt mittlerweile, dass man dann das nicht mehr als Quest kriegt. Aber hier eigentlich immer noch die Gegner sein sollten. Mal ja, mal nein. Nee. Keine hier. Wurde schon erschossen. Gut. Ich hab halt nicht wirklich drauf geachtet, was jetzt überrannt worden ist und was nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach fix einmal sauber. Reparieren, was zu reparieren ist. Und dann schauen wir mal. Irgendwas finden wir doch da bestimmt noch an Gegnern. Oder? Eigentlich auch der Gutshof müsste ja eigentlich auch überrannt sein. Nee, hier ist auch nichts. Ist alles ruhig. Kann man meinen Schrott rausholen? Ja gut. Ja. Ich bin der Meinung gewesen, dass wir angegriffen worden sind. Oh. Moment, ich muss nachladen. Aber es ist schön, dass sich mal wieder die Fusionskerne hier auf ein 60er-Limit stecken. Und Powerfuser hat man echt kaum Verbrauch. Wir können das Ganze jetzt nochmal auf die Spitze treiben für die Powerrüstung. Mit dem Eulen. Mit der Wackelpuppe. Mit der reparieren Wackelpuppe. Aber ich sag mal so, Powerfuser reicht meistens. Also entweder man nutzt den Powerfuser oder halt die Wackelpuppe. Wobei der Powerfuser halt deutlich besser ist. Powerfuser, wenn man den jetzt nicht drin hat, dann kann man ja die Wackelpuppe benutzen. Für jetzt nur eine Powerrüstung. Ist voll in Ordnung. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter drin. Na. Erwerb eines Weihnachtsbaum. Geschlagen. Irgendwas hängt hier. Alle Bäume sind hochgradig, Zahlen verseucht. So. Die Menschheit. Gut. Haben wir das jetzt. Dann können wir jetzt gucken, dass wir jetzt die letzten Quests machen. Was haben wir hier noch? Duft des Todes, oh Gott. Und nochmal ein Horn-Event, Maulwurfsratten. Ja, komm. Die Maulwurfsratten, die gönnen wir uns doch jetzt nochmal. Das ist doch nicht das Thema. Weil legendäre Items brauche ich ja sowieso wieder mal. So, wo seid ihr? Ach, das ist wieder Ursprung suchen. Ja gut, dann seid ihr hier beim Umspannwerk. Ohne, dass ich die anderen Teile jetzt gesehen habe. Das war jetzt eigentlich... Ja, müsste da sein. Wenn es jetzt nicht da ist, dann wüsste ich nicht, wo es anders sein sollte. Okay, warum schießen hier jetzt Hobbys? Also Maulwurfsratten haben wir hier schon mal, aber scheint nicht die richtige zu sein. Ah, doch. So, mein Tollwütiger, komm raus hier. Kommt her.
Hier wird jeder einmal beschossen. Wieso ist der nach hinten abgerannt? Kommt er nochmal zurück oder mag er nicht? Oh ja, oh ja. Erwischt. So, da haben wir ihn noch. Ne, immerhin wieder 3 Stimpacks. What? Da ist auch noch eine. Hier sich zwischen den Leichen verstecken. So, kriegen wir hier nochmal Fleisch? Fleisch? Verkaufbares Fleisch? Zu viel Fleisch? Ne, von dem kriegen wir es heute nicht. Gut. Dann machen wir jetzt auch die letzte Quest. Alles für die legendären Scheine. Und gegen Ende der Aufnahmesession können wir jetzt auch mal wieder ein bisschen einkaufen. Aha, jetzt wieder ein bisschen matt. Ja, nicht viel, ich weiß, aber nächstes Mal hoffentlich wieder besser. Ist ja nicht jeden Tag, dass das gesamte System hier abschmiert. Nur jeden zweiten. Haha. Gut, holen wir uns jetzt schnell den Vox-Injektor. Ja. Vergiss es. Ich ignoriere dich. So, Stimpaks, Vox-Injektor. Noch mehr Stimpaks. Ach, jetzt kommt ein Angriff auf Momonga. Na gut, dann einmal hier. Holoband hinzugefügt. Durchgeskippt. Holoband. Dr. Harrison. Das Vox-Dolmetscher-Programm ist nun aktiv. Warten Sie bitte auf die heutigen Datenzuweisungen. Gültige Vox-Dolmetscher-Bänke geladen. Achten Sie darauf, den Mindestübertragungsabstand zum Pfeil einzuhalten, während Sie die erforderliche Menge an Vox-Daten der jeweiligen Probe sammeln. Viel Glück. Ah, ich habe schon wieder die falsche Lage genommen. Egal. Jetzt habe ich schon wieder das Blutadlerlager genommen. Aber na gut. Die können wir ja vielleicht mal kurz stehen lassen hier. Oh, Nacht voller Gewalt. Willst mich jetzt ärgern, ja? Willst du mich jetzt wirklich ärgern? Und ich glaube, hier, von hier aus kam man gar nicht da hoch. Dann müsste man wieder schon wieder 10 Kilometer außen rumlatschen. Hier müsste ich es irgendwo nochmal hochpacken. Nee. Außenrum. Außenrum. Hier oben hätte ich mich gleich hinporten lassen können. Gut, holen wir uns schnell die Maulwurfsratte und ich habe echt mal Bock, wieder eine Runde Nacht voller Gewalt zu machen. Aber so richtig. Das heißt, ich werde sogar... das Ganze so... lassen, wie es ist. Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Richtig gesehen. Tatsache. Ich bin furchteinflößend. Hab Angst vor mir. Okay, solange sie sich nicht bewegt und sie da hinten nur die andere im Auge haben. Hey, bleib endlich stehen, Futter. Beweg dich nicht. Ja, nur nicht zu weit weg hier. Wir wollen noch zur Nacht voller Gewalt. Hast du Angst? Mache ich dir Angst? Ja, du machst mir mega Angst. Du siehst dich noch nicht mal, aber ich mach... Du machst mir definitiv mega Angst. Kämpf nicht gegen mich, Futter. Vox-Übertragung erfolgreich empfangen. Müsst ihr alle erwischt haben. Sneak-Bonus und so. Aber eigentlich die wichtigste, die haben wir schon mal. Gut, habe ich noch genug Granaten dafür? Boah, wir haben noch 200 Granaten, komm. Gib ihm. Das wird ein schnelles Vergnügen. Das wird ein ziemlich schnelles Vergnügen. Und gibt auch mal wieder einen legendären EP. Boost plus... Dies ist ein automatischer Alarm. Legendäres Mütchen. Eine gefährliche Kreatur wurde in der Nähe der Sons of Bane-Anlage gesichtet. Oh. Dieses Ding greift Bugs Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Wir nennen es den Nachtbirscher. Hat einige unserer besten Leute getötet. Pauli meint, dass
es die laute Musik ist, die den Nachtpirscher wütend macht. Wenn wir richtig Lärm machen, können wir ihn also in den Hinterhalt locken. Wir wollen uns ja nicht von irgend so einem Vieh die Laune verderben lassen. Also haben wir vor, die Jukebox hochzudrehen und mit unseren Instrumenten so richtig einen drauf zu machen. Wir haben sogar ein paar kaputte Instrumente wieder angeschlossen. All das sollte ordentlich Krach machen. Irgendwas an dem Getöse scheint diesem Penner so richtig auf die Palme zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, den Nachtpirscher zu erlegen. Als Belohnung gibt es Bier und Party bis zum Abwinken. Immer wenn ich raufspringen will, dann kommt ihr, oder was? Oh Mann. Na, jetzt bleib ich unten stehen. Was hältst du davon? Spring ich euch so um. So, jetzt machen wir es andersrum. Wenn ich jetzt hier nicht hochspringen kann, dann laufe ich hier halt hoch. High Ground, ne? So. Jetzt sitzt schon mehr. Oh, der war schon tot. Da war ich mir noch nicht sicher. Ghoul-Einzelteile. Sag mal nicht, das Ding ist... Oh, das ist fast im Eimer. Da ist es im Eimer. Ich hab grad noch drauf geguckt. So, läufst du noch? Nein. So. Kommen sie ran, hier werden sie beschossen. Na, es passt doch. Geht sogar heute mal wieder richtig zügig. Na, kommt. Ich hab Granaten. Habe ich noch andere Granaten? Ich skippe jetzt immer viel zu weit. Ja, ich habe noch andere Granaten. Ja, das war ja jetzt ein Fail von Herrn. Dann habe ich ihn noch nicht mal richtig erwischt hier. Jetzt lass das Ding in Ruhe. Ich habe keinen Abrissexperte drin. Wahrscheinlich deswegen. Der Bums ist nicht stark genug. So, machen wir hier mal ein paar Floaties. Wieder mal total unbeeindruckt von meinen Floatergranaten. Na, fast. Ist ja bald geschafft. So, wir haben noch mehr. Jetzt gibt es die grünen. Und jetzt die roten. Hauptsache, machen wir jetzt mal los. Auch wenn sie jetzt gerade überhaupt keinen Sinn und Zweck haben, wenn wir sie jetzt da ständig gegenwerfen. Ende im Gelände. Haben wir noch irgendeine? Oh, wir können noch mal Kürbis schmeißen. Puff. Und puff. Und ja. Wir haben noch Molotovs. Oh. Ich habe ihn schon angebrannt. Ach, das Ding ist schon wieder im Eimer. Meine Güte. Schon wieder nicht gesehen. Dann gibt's direkt einen aufs Nüsschen. Na, ich komme nicht weiter nach hinten. Hinter mir ist der Tisch. Auf den Tisch. Splittergranaten, die explodieren immer viel zu spät. Und du hast Glück, dass ich gerade nachladen musste. Na, komm her.
Oh, na. Einmal kurz weggegrillt. Und dann passt das. Ne, immerhin hier ein bisschen was zum Mitnehmen haben wir auch noch. Und jetzt müssen wir gleich nochmal Maulwurfsratten wegbrennen. Ah, komm. Gib her hier. Ein bisschen was kann man ja immer mitnehmen hier. Klebeband ist immer schön. So, machen wir hier mal kurz die RR-Lute. Taktik. Geht ein bisschen schneller und fixer vor allen Dingen. Ach, da haben wir noch einen. Hier. Und dich hier. So, und dich? Ach, du bist schon weg. Wieso bist du schon weg? Na gut, dann halt nicht. Machen wir hier nochmal kurz kaputt und düsen dann ab. Entfernen hier mal ein paar Maulwurfsratten. Die natürlich auch in den Bunker einbuddeln können. So, schauen wir mal. Achtung, Kunden! Im Kraftwerk Munonga ist es zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Seien Sie versichert, dass unsere Wartungsmannschaften mit Hochdruck daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen. Basierend auf den derzeitigen Prognosen sollte die Stromversorgung für den Großteil der Kunden wiederhergestellt sein, um Maulwurfsratten zu rösten. Okay, hier haben wir auch noch eine. Ah, jetzt kommt der ja endlich mal zu mir hier. Ah, ich hab dich gehört. Ihr werdet entweder schnell geröstet oder, ne? Erschossen. Also sucht euch aus, wie ihr sterben wollt. Irgendwo da hinten ist noch eine. Die hat mich auch aggro genommen. Aber. Die Mülltonnen. Also, ich hab dir gesagt, du spielst nicht mit den Mülltonnen hier. Das gibt's nicht. Meine Mülltonnen. Gut, jetzt müssen wir erstmal weitermachen. Was brauchen wir noch? Karnickel. So kleine, süße Kaninchen. Ja, passt. Dann holen wir uns jetzt die Kaninchen. Wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht gleich wieder durch die Gegend rennt, wie so ein Berserker. Sehe das Kaninchen. Ich treffe nicht das Kaninchen. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Du kannst mich nicht fangen. So. Artig sitzen bleiben, dann darfst du auch am Leben bleiben. Verschwinde, böser, gruseliger Mensch. Ich beiß dich. Nicht ich beißen. Ich sollte hier Kaka machen, damit das Raubtier meine Spur verliert. Ja, dann mach mal Kaka hier. Du bist böse. Und du bist süß. Ich will nicht sterben. Ja, wer will das schon? Aber irgendwann ist jede Zeit mal gekommen. Der böse Mensch will mich töten. Okay, ich glaube, wir kommen heute nicht zur Quest. Jetzt ist es schon Poseidon. Übertragung erfolgreich empfangen. Aber komm, das schaffen wir nochmal vorher uns einen Mischling an. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ah, dann deffen wir gleich nochmal Poseidon. Das kriegen wir schon irgendwie alle drauf rei. So, dann holen wir uns jetzt schnell einen Mischling. Oh, Herz des Sumpfes. Jetzt hör auf, mir so schöne Events entgegenzuwerfen. Kurz vor Ende der Folge. So, Hammer. Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Mir ist langweilig und ich will mit dir spielen, bevor ich dich fresse. Du riechst wie Futter.
Macht bestimmt Spaß, mit dem Ding zu spielen. Hoffentlich stirbt es nicht so schnell. Ich will unbedingt fressen. Ich war nicht in der Stimmung zu spielen, aber jetzt bin ich es. Ja, dann komm einfach mal mit. Haben wir jetzt eigentlich... Riesige Wölfe hier. Dieses Ding macht es mir zu leicht, heute Nahrung zu finden. Oh. Vorsichtig sein. Macht Spaß, mit dem Futter zu spielen. Ich hab Hunger. Ja, das hab ich auch immer, aber trotzdem. Ne? Man spielt nicht ich mit dem Essen. Ich bin wütend. Oh. Ich will, dass du stirbst. So, hier, bitteschön. Rockstar Nature Speicher voll. Bitte Holobahn. Weil Lightwolf war. Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Arbeit, Dr. Harrison. Weil Lightwolf war. Okay, gut. Und die anderen beiden sind direkt daneben. Komm, dann zieh mir jetzt nochmal schnell das Lightwolf mit durch. Jetzt will mich das Spiel aber, ne? So ein bisschen sagen hier, so, komm. Komm mal in die Pushen, mach mal was. Mach mal schneller, los. Gib Jas. Gib Yumi. Bin ja schon dabei, Spiel. Bin ja schon dabei. Hör auf, die Peitsche rauszuholen, das tut weh. Auch ich habe Gefühle. So, einmal kurz weggebrannt hier. Ja, um dich kann ich mich jetzt gerade noch nicht kümmern. Kannst du gleich nochmal wieder... Ja, danke. Weil ich bei den anderen Legendären hier hinten bin. So, schnell, schnell, schnell. Jawohl. Ghoul-Töters, Fatman. Okay. Wir haben heute wohl wahrscheinlich wieder einen Ghoul-Töters-Tag. Ah, wo ist der andere? Einer fehlt jetzt noch. Wenn schon, denn schon. Richtig. In welche Richtung gehst du? Okay. Rennen wir dir entgegen. Ausnahmsweise. Und dann müssen wir uns wirklich um die Verteidigung kümmern. Ich glaube, Herz ist so viel schaffe ich gerade nicht. Dann vielleicht noch eine nächste Folge. Wir müssen mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Müssen wir einfach nur in die falsche Richtung. Einfach ein bisschen Gas geben. Dann passt das. Ja, unterwegs nochmal schnell nachladen hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du, Leitwölfchen? Wo bist du? Ich bin extra stark außen rumgerannt. Ah, hat nichts gebracht, ich hab's gemerkt. Gut, dann ab durch den Wald. Wir verlieren die schon, die Verfolger. So, ist fertig. Gut, kann ich mich kurz hinknien? Reicht das? Und... Ach, schnell gerade rausscrollen hier. Schnell nach Momonga. Gas geben. Wir wollen in der nächsten Folge wenigstens dann Herz des Sumpfes haben. Das wäre auf jeden Fall nicht so verkehrt. Elektromagnetische Kartuschen. Gut. Schnell durchrennen hier. Das ist ja die letzte Quest. Dann haben wir wenigstens die Questen schon mal fertig. Alle hab's. Dass man das nicht hört hier. So, Waffen und Vox-Injektor. Einmal ans Terminal. Zack. Und jetzt ganz, ganz fix Poseidon freimachen. Ganz, 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 ganz fix Poseidon freiräumen. Oh. Mischlinge. Und wie bist du da reingekommen, wenn die Tür zu ist, ha? Huh? Das geht doch nicht. Ich werde nicht um so, kommt schon die nächste Nummer, okay.
Können wir hier aber schon mal mitnehmen. So brauche ich es gleich nicht machen. So, wenig Zeit. So, wo sind sie? Da hinten hat es geknallt. Und da, wo es knallt, da werden wohl wahrscheinlich auch die Hunde sein. Na, aber. Komm. Feini, 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 Hundis. Das heißt, sie müssten eigentlich alle von da hinten kommen, aber... scheinbar heute doch nicht so, ne? Die haben sie es nochmal anders überlegt. So, jetzt kommt raus hier. Ansonsten drohe ich euch mit, ich repariere alle Gebäude. Haben wir noch ein Vertibird zur Verteidigung hier. Okay, da hinten wurde gerade einer gesichtet und gleich erschossen. Ich rieche Schrott. Aber nicht wörtlich. Oder habt ihr da vorne einen erschossen? Das reicht immer noch nicht. Irgendwo hängen die wieder fest. Aber wo? Oh. Noch ein Fusionskern. Hier, warum denn nicht? Den da hinten holen wir uns auch nochmal. Auch sehr schön, ne? Wies? Kann doch hier nicht immer das Monster von Graft, wenn ich hier bin, ärgern. Kann ich schon, aber... was seid ihr denn heute? Ist der hier hinten reingelaufen? Komisch, immer wenn ich vom vorne weggehe... dann fangen die Geschütze an zu schießen, oder was? Wenn ihr mir jetzt noch sagen könntet, wo ihr den Mischling erschossen habt. Die haben gerade... aber... wo ist der Letzte? Der kommt vor ganz da hinten, oder was? Und jetzt ist er krepiert. Den habe ich ja wenigstens gesehen. Mittlerweile haben sie die Geschütze wirklich ein bisschen zu stark gemacht, ne? Also wenn sie mal greifen, dann rasieren die aber auch wirklich alles weg. Wenn, das Wörtchen, wenn nicht wer, ne? Weil da haben die jetzt gepennt, der hätte jetzt eigentlich volle Schutzweite gehabt, aber na gut. Scheint gerade erst gespawnt zu sein. Na, dann machen wir es halt. So, letzte Welle, jetzt kommt. Na, das sah schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Da unten rennt noch einer rum. Rennt noch einer rum. Ich hab die schon gesehen. Die spielen ja mit der Autotür. So auf mit der Autotür zu spielen, sondern komm raus da. So. Einen müssten wir noch haben. Gerade frisch gespawnt und weg damit. Ich wollte eigentlich den Hund haben und nicht das Uranabkommen hier vorkommen. Das ist schon wieder im Auto gespawnt. Komm raus da! Autospawn verboten. Gut, haben wir geschafft. Dann heißt...
atomaren Zwischenfalls. Ich quatsche jetzt einfach mal ins Wort. Dies ist ein Alarm aufgrund eines und wir machen jetzt hier nämlich den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.